Besten Dank für diese Einführung. Ich werde nicht auf alle dieser Themen Antworten liefern. Ich werde aber versuchen, Ihnen einige Grundlagen zu geben, damit Sie selber Antworten finden können. Es ist ganz klar so, dass die ganzen Diskussionen in den Medien, in den politischen Gremien bezüglich Kosten im Gesundheitswesen explosionsartig zugenommen haben, oder? Und wenn man in einer solchen Entwicklung steckt, dann gibt es Gefahren, insbesondere Gefahren von einem unüberlegten Aktivismus. Und das müssen wir insbesondere für die Kinder in den Kinderspitälern zum Wohl der Kinder sehr kritisch hinterfragen, beobachten und gegebenenfalls bekämpfen. Deshalb einige Grundlagen, um Sie an diese Thematik anzuführen, und Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde ganz wenige Zahlen präsentieren und nicht mit Zahlen enden, sondern mit viel Farbe. Es ist klar so, dass sich Gewaltiges entwickelt hat in der Schweiz. Oder? Wir haben nach 1950 einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Es gab sehr schnell sehr viel zusätzliche Leute, man hat die Verkehrswege ausgebaut. Entsprechend war es innerhalb von kurzer Zeit sehr einfacher möglich, ins Spital zu kommen. 1996 gab es dann das Inkrafttreten des neuen Krankenversicherungsgesetzes, wo der Bund die Freiheit der Kantone ganz klar beschnitten hat und es wurden aufgrund dieser Lenkungsvorgabe Spitäler geschlossen. Das war politisch natürlich manchmal schmerzhaft. Ich mag mich erinnern, wie die Situation im Kanton Zürich war. Da gab es ganz, ganz heiße Diskussionen, aber schlussendlich war das meiner Meinung nach eine gute Sache. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Sie haben vor zwei, drei Tagen gelesen, dass insbesondere in der Ostschweiz überlegt wird, zusätzlich Spitäler zu schließen. Bis 2011 war es so, dass wir mit Tagespauschalen funktioniert haben. Es war so, dass klar geregelt wird, war zwischen Krankenversichern, also Krankenkassen und IV, wohlverstanden in der Kindermedizin. Für den stationären Bereich rechnen wir mit 40-50% Kostenträger durch die IV. Der Rest war im Prinzip finanziert durch Überdeckung aus dem Bereich Zusatzversicherung. Das gibt es in der Kindermedizin nicht so, wie es in den wie es der Fall ist für die Erwachsenenmedizin, aber es ist trotzdem ansteigend. Wir haben im Kinderspital mittlerweile ca. 18% zusatzversicherte Kinder und das ist eine ganz wesentliche Querfinanzierungsquelle. Jetzt aber wichtig, und das ist entscheidend, die Investitionen, also das heißt die Kosten für Spitalneubauten, die wurden außerhalb von diesem System durch die öffentliche Hand getätigt. Also wenn man umbauen musste oder Erweiterungsbauen musste oder Neubauen musste, dann hat man den Kanton oder die Stadt angefragt und hat im günstigen Fall dafür Geld bekommen. 2010 hat man dann erkannt, dass es nicht sinnvoll ist, überall alles anzubieten und man hat die interkantonale Vereinbarung zur hochspezialisierten Medizin vereinbart mit der Idee, dass gewisse hochspezialisierte Bereiche nur noch
in wenigen Spitälern angeboten werden soll. Wie Sie wissen, hat das aber dann natürlich große Diskussionen und große Abwehrhandlungen hervorgerufen. Dieser Prozess ist erst angestoßen und noch lange nicht umgesetzt. Aber ich werde nachher darauf zurückkommen. Dann 2011 gab es das Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetz und jetzt hat sich das Ganze komplett verändert. Man hat, und Ruth hat darauf bereits hingewiesen, man hat die DRGs eingeführt. Was sind DRGs? Das sind Diagnosis Related Groups, also das sind im Prinzip Schubladen, wo man einzelne Krankheiten oder Situationen versorgen kann nach Schweregrad. Also quasi die Pneumonie bei einem Fünfjährigen kommt in eine Schublade, aber die Knochentransplantation, die viel aufwendiger ist, viel mehr Zeit braucht etc., kommt in eine andere Schublade. Diese Schubladen werden dann beziffert mit einem sogenannten Cost-Weight. Also die Pneumonie hat ein tiefes Cost-Weight und die Knochenmarktransplantation ein hohes Cost-Weight und multipliziert mit der Base-Rate. Die Base-Rate ist im Prinzip ein Maß für die Art des Spitals. Ein einfaches Landspital hat eine tiefere Base Rate als ein hochkompliziertes Universitätsspital, wo viel mehr Vorhalteleistungen vorhanden sein müssen. Sie brauchen in einem großes Universitätsspital für alle verschiedenen Disziplinen, Spezialistenteams. Diese Spezialistenteams sind vielleicht nicht hundertprozentig ausgelastet, oder? Aber sie müssen diese Leistungen bringen, um bereit zu sein für den Fall, dass das gebraucht wird. Und jetzt ist es so, dass Cost Rate mal Base Rate den Ertrag definiert. Das Cost Rate ist definiert durch die DRGs, das wird ständig ein bisschen angepasst, das ist für die ganze Schweiz gleich. Die Base Rate wird aber mit den Kostenträgern ausgehandelt und die Base Rate ist manchmal so und manchmal so und das ist natürlich ein Maß, wo wenn es insgesamt ein bisschen weniger Geld zur Verfügung hat, wo man versucht zu drücken. Oder? Und es ist ganz klar so, dass ein Kinderspital, es wurde mehrfach erwähnt, der Faktor Zeit ist ganz entscheidend. Man braucht mehr Zeit. Man behandelt nicht nur Kinder, sondern eine ganze Familie. Das ist komplex, kompliziert und das braucht Geduld. Oder? Und deshalb ist es so, dass ein Kinderspital grundsätzlich eigentlich eine größere Base Rate bräuchte als ein Erwachsenenspital. Das ist zurzeit ungenügend umgesetzt. Das heißt, insgesamt wegen dem Bestreben, diese Base Rate zu nivellieren mit Erwachsenenspitälern, gibt es für stationäre Leistungen zu wenig Ertrag. Es ist natürlich schon so, dass der Kanton jetzt im Fall des Kinderspitals einspringt für gewisse Defizite, aber es ist so, dass Investitionen, insbesondere Spitalneubauten, nicht zusätzlich finanziert werden. Die müssen aus diesen Erträgen geleistet werden. Bei den ambulanten Leistungen haben wir seit 2004 TARMED. TARMED ist ein Vertragswerk zwischen der FMH und der Santé Suisse. Das ist unendlich kompliziert, mehr als 4600 Positionen, wo sich alle Players versucht haben und wo man erkannt hat, dass dieses Werk,
dieses Tarifwerk den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr entspricht. Man kann gewisse Operationen anders machen, schneller machen. Auf der anderen Seite gibt es Domänen, die neu dazu gekommen sind, die man nicht adäquat abrechnen kann. Entsprechend hat man erkannt, dass man darüber verhandeln muss und dass man eine Revision dieses Vertragswerks erzielen muss. Wie Sie wissen aus den Medien, waren diese Verhandlungen nicht erfolgreich und es gab eine abrupte bundesrechtliche Intervention, die ab 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt wurde. Und diese Intervention ist insbesondere für die Kinderspitäler hochdramatisch. In dieser Intervention wurde nämlich als Beispiel Zeit reglementiert. Es wurden ganz harte Grenzen gesetzt, wie viel Zeit das man aufwenden darf. Wenn ich einen onkologischen Patienten betreue, dann habe ich üblicherweise in einer anfänglichen Phase eine sehr intensive Zeit. Dieser Patient kommt mehrmals pro Woche in den Spital, meistens ambulant. Entsprechend interagiere ich mit dem Patienten, aber auch mit der Familie und interagiere nicht nur direkt, sondern auch indirekt mit Studienzentrale, mit zusätzlichen Fachpersonen, und das braucht einfach Zeit. Oder? Es braucht zum Beispiel Zeit, sogenannt in Abwesenheit des Patienten. Diese Zeit ist beschränkt. Ich habe ein Kontingent von 180 Minuten pro 3 Monate. Wenn das aufgebraucht ist, dann ist fertig, oder? Und jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir um mit dieser Situation? Können wir unsere Prozesse einfach reduzieren auf diese 180 Minuten? Sagen wir der Familie, es tut mir leid, mein Kontingent ist aufgebraucht, oder? Das können wir natürlich nicht, oder? Es gibt in diesem Sinne nicht günstige Medizin, oder? Es gibt gute Medizin oder schlechte Medizin. Und insofern bin ich stolz, dass das Defizit im ambulanten Bereich zugenommen hat, weil es muss zunehmen bei solchen Interventionen. Wenn es nicht zugenommen hätte, würde das bedeuten, dass wir unsere Medizin verändern, dass wir aus einer guten Medizin eine nicht mehr adäquate Medizin machen. Die Vereinigung der selbstständigen Kinderspitäler, die All Kids Spitäler, rechnen nur aufgrund dieser bundesrechtlichen Intervention, die einfach so schnell mal in einem Aktivismus gemacht wurde, obwohl er gewarnt wurde von entsprechenden Lobbyorganisationen, inklusive der SGP und auch All Kids. Wir rechnen mit Zusätzen, wir haben gehört, oder, von Conan Müller, der ambulante Bereich ist bereits schon defizitär, oder? Und wir rechnen mit zusätzlichen Einbußen von 2 bis 4 Millionen pro Spital pro Jahr. Und das ist ziemlich gewaltig. Und wie geht man um mit dem, oder? Ich war vor 2 Wochen war ich in Seattle, im Children's Hospital, ein tolles Spital, großes Spital, 550 Betten. Und die haben natürlich in Amerika noch dramatischer eine Situation, wo von den Kostenträgern nicht alles gedeckt wird, was eigentlich gemacht werden muss, wenn man gute Medizin machen will und macht. Eben macht, und die machen auch gute Medizin. Und das Children's Hospital of Seattle ist in der Lage, durch sehr aktives Sponsoring sehr viel Geld einzuwerben. Nur für diese nicht gedeckten Leistungen haben sie pro Jahr 165 Millionen US-Dollar eingeworben. Oder? Wollen wir in diese Richtung gehen? Wollen wir
dass mit diesem nicht adäquaten System wir gezwungen werden, Drittmittel einzuwerben, um diese Defizite zu decken. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und es ist aber zunehmend eine Realität, auch im Kinderspital in Zürich hat die Eleonoren-Stiftung, die private Trägerschaft des Spitals, letztes Jahr wesentlich Geld eingeschossen, um diese Defizite etwas aufzufangen. Zur hochspezialisierten Medizin. Oder? Also schlussendlich müssen wir uns die Frage stellen, können wir uns ein System leisten, wo derartig viele Spitäler überall alles anbieten. Und wie ich schon angedeutet habe, man hat auf Bundesebene erkannt, man will da gegensteuern und hat entsprechend diese Vereinbarung, diese interkantonale Vereinbarung gemacht und versucht jetzt, das auch umzusetzen. Auch das ist medial sehr hart diskutiert und es wird immer wieder angezweifelt, ob es tatsächlich Benefits gibt, wenn man in einem größeren Spital behandelt wird, ob es Benefits gibt, wenn man von einem Arzt oder einer Ärztin behandelt wird, die das Gleiche relativ häufig machen. Eigentlich sollte das relativ klar sein. Ich kenne eigentlich keinen Beruf, wo man schlechtere Leistungen macht, wenn man etwas häufiger macht. Oder? Das ist eigentlich, eigentlich ein No-Brainer. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man das untersucht. Man hat seit den 50er Jahren hat man entsprechende Studien gemacht und man hat ganz klar in verschiedenen Gebieten gesehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Outcome und Case. Es ist so, dass dieser Zusammenhang abhängig ist von der Größe vom Spital. Es ist aber auch so, und das ist fast wichtiger, dass dieser Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl Procedures von einem Arzt und dem Outcome. Das ist wichtig, oder? Und das stimmt nicht nur für Chirurgen, sondern es stimmt natürlich auch für nicht-chirurgische Mediziner. Es ist entsprechend so, dass verschiedene Länder bestrebt sind, zu konzentrieren. Wir sprechen hier nicht von der breiten Leistung, sondern nur von der hochspezialisierten Leistung. Es ist zum Beispiel so, dass in der pädiatrischen Onkologie auf Druck der Eltern, wohlverstanden, auf Druck der Eltern, nicht auf Druck der Politik oder auf Druck der Ärzteschaft, die pädiatrische Onkologie zentralisiert wird auf ein einziges nationales Zentrum. Das ist ziemlich gewaltig. Holland hat ungefähr 14 Millionen Einwohner, die Schweiz hat, ich weiß nicht, 8, irgendwas Millionen Einwohner. Wir haben 9 onkologische Zentren für pädiatrische Onkologie, oder? Und auch nur ansatzweise Diskussionen, das zu reduzieren, sind extrem schwierig, wie Sie sich unschwer vorstellen können. Aber es ist evident und die Zahlen sind selbstredend. Sie sehen, wenn man bezüglich Mortalität oder bezüglich Komplikationen analysiert, dann gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Größe und Häufigkeit solcher Procedures
und eben Mortalität, oder? Und dann frage ich Sie ja, wo wollen Sie hin? In welches Spital wollen Sie hin? Sind Sie bereit, für ein solches Spital 30 Minuten weiterzufahren? Oder vielleicht 60? In gewissen Ländern ist das gar kein Thema, oder? Also in Amerika oder in Australien, in Holland, oder? Ja, über das spricht man eigentlich gar nicht. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass dann entsprechende Facilities vor Ort vorhanden sind für Familien, die von weiter her kommen. Wenn man das in einer Meta-Analyse für die pädiatrische Onkologie studiert, dann gibt es nicht ganz viel Literatur, aber es gibt genügend Literatur, um beurteilen zu können, welche Kinder vor allem profitieren von einer zentralisierten, hochspezialisierten Versorgung. Das sind insbesondere die Kinder mit Hirntumoren, aber dann auch etwas weniger stark evidenzbasiert die Kinder mit Knochentumoren und komplexen anderen onkologischen Erkrankungen. Das ist etwas, worüber es nachzudenken gilt. Das ist nämlich auch etwas, was das gesamte Gesundheitssystem teuer macht. Und es gibt wirklich auch von der Ethik her sehr bemerkenswerte Diskussionen, weil der Chef vom kleinen Spital bringt das Argument, ja, ich muss das machen, weil wenn ich das nicht anbiete, diese halbe Operation pro Jahr für diese hochkomplexe, spannende Situation, dann bekomme ich nicht den guten Chirurgen. Ich brauche den guten Chirurgen, weil ich den möchte für die Versorgung der anderen Kinder. Also darf man dann das eine Kind instrumentalisieren in der Hoffnung, dass es einen Benefit gibt für die anderen Kinder? Das wäre eine interessante Diskussion. Aber schlussendlich muss man ganz klar sagen, es macht Sinn, dass man darüber nachdenkt, nicht mehr alles überall anzubieten, sondern zusammen Wege zu finden, um zumindest in Netzwerken Leistungen konzentriert, hochqualitativ mit größeren Teams anzubieten. Und dann ist die Qualität gewährleistet und man hat auch die größeren Teams, die Kinder und die Familien entsprechend fundiert begleiten können. Ein anderer Weg in diese Richtung ist die Zertifizierung. Es ist so, dass völlig unabhängig jetzt von dieser politisch motivierten HSM-Geschichte einzelne Spitäler begonnen haben, sich bezüglich Prozesse zu durchleuchten und sich festzulegen auf gewisse Ziele. Es gibt entsprechende Vorgaben, zum Beispiel von der Onkozert Deutsche Krebsgesellschaft mit verschiedenen Modulen. Immer zentral in diesen Zertifizierungsprozessen sind Boards. In der Onkologie ist das das Tumorboard. Das ist eine Veranstaltung, wo verschiedene Spezialisten miteinander einen individuellen Fall besprechen und zusammen einen Konsens finden bezüglich Management. Das ist übrigens auch etwas, was die Medizin teuer macht und inadäquat abgebildet ist, oder? Wenn 20 Experten 15 Minuten lang
die Köpfe zusammenstrecken und miteinander diskutieren, was der beste Weg für einen Patienten ist, dann ist das eine gute Sache. Das ist, nur so entsteht wirklich gute Qualität. Aber man kann nicht 20 mal 15 Minuten abrechnen. Entsprechend ist es wieder die Zeit, oder, die uns ein Bein stellt. Und ich denke, das ist falsch, weil das ist notwendig, um gute Qualität erreichen zu können. In diesen Zertifizierungsanstrengungen ist eben auch, weil die Evidenz vorliegt, die Anzahl von Situationen festgelegt. Diese Zahlen sind jetzt da nicht gewaltig, aber man denkt doch, dass das Regionen sind, die sinnvoll sind. Wenn ein Zentrum nicht mindestens 30 pädiatrisch-onkologische Patienten pro Jahr behandelt, dann soll es nicht ein eigenständiges Zentrum sein. Wenn es weniger sind, dann muss man sich vernetzen mit anderen Zentren, um gemeinsam, das ist heute kein Problem, mit Videokonferenzen oder anderen Tools, um auf diese genügend große Erfahrung zu kommen. Und das kann man dann herabbrechen auf einzelne Situationen. Wenn man nicht mindestens 10 pädiatrische ZNS-Tumor-Operationen macht, dann ist es wahrscheinlich qualitativ schlechter. Wenn man nicht verschiedene Operateure hat, die jeder eine kontinuierliche Erfahrung praktizieren, dann ist es wahrscheinlich auch schlechter. Also das sind so Minimalzahlen, die man heute zur Verfügung hat für Deutschland. Bern hat sich entsprechend zertifiziert und Zürich wird diesen Prozess in einem Monat ebenfalls abschließen. Wenn wir eben doch noch einige Zahlen, wenn wir sehen und realisieren, dass diese Zahlen ständig größer werden. Wir haben im Jahr 17 8.500 Hospitalisationen gesehen. Wir haben fast 100.000 ambulante Behandlungen gehabt am Kinderspital, fast 45.000 Notfallkonsultationen. Dann realisiert man, dass ein Spital wachsen muss. Auch die Bedürfnisse verändern sich. Es ist ganz klar so, dass die Situation, und wir haben ähnliche Bilder gesehen, natürlich anders sind. Früher waren die Eltern nicht dabei, die Kinder waren Wochen oder Monate lang hospitalisiert. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Eltern dabei sind. Die Hospitalisationszeit hat sich dramatisch verringert. Und wenn man berücksichtigt, dass sich das entwickelt, dann muss man eben auch entsprechend die Spitalumgebung mitgestalten. Und ich möchte Sie jetzt ein bisschen durch Bilder des neuen Kinderspitals in Zürich führen. Wir haben vor 2 Wochen Spatenstich gehabt und Sie werden spüren, dass ich natürlich sehr stolz bin auf dieses zukünftige Kinderspital, das wahrscheinlich eines der besten und schönsten ist auf unserem Planeten. Also mindestens, oder? Gut. Das ist auf der Länge die Situation, das ist das Buch Röntgen, eine psychiatrische Klinik und vis-à-vis ist ein flacher, großer Bau. Daneben auf einem zweiten Grundstück ein Forschungs-, Lehre- und Laborturm. Und das sieht eben nicht mehr wie ein übliches Spital aus. Sehr viel Holz, sehr viel Individualität. Sie sehen auf dem obersten Geschoss die Patientenzimmer und Sie sehen, dass diese Patientenzimmer alle ein bisschen anders aussehen, weil eben die Kinder alle anders sind. Das möchte
im Prinzip die Individualität der Situation und der Kinder architektonisch umsetzen. Wir haben auf dem Dach überall gegen außen die Patientenzimmer. Wir haben dann im ersten Obergeschoss haben wir Büros, Routinelabors, Untersuchungsräume und Behandlungsräume. Und wir haben im Erdgeschoss dann Intensivpflege, Radiologie, Notfall. Und das Ganze ist nicht nur horizontal sehr gut geführt, es ist eigentlich bewusst nicht ein bisschen verwinkelt wie eine kleine Stadt. Es ist aber nicht nur horizontal orientiert, sondern eben auch vertikal. Das heißt, die Gruppe, die hier ihre Patientenzimmer und Patienten hat, die hat einfach unten ihre Büros und je nachdem ihre Untersuchungsräume. Also es ist horizontal und vertikal organisiert. Hier Blicke in Patientenzimmer. Es gibt nur noch ein- und Zweierzimmer. Das ist nicht eine Luxusmaßnahme, sondern es ist eine Maßnahme, um die Flexibilität in der Hospitalisierung zu verbessern. Denken Sie daran, das ist ja eine große Challenge in der Kindermedizin, oder? Sie haben ganz junge Adoleszente, Sie haben Mädchen, Sie haben Jungs, Sie haben infektiöse Patienten, solche Patienten, die Ruhe brauchen, etc. Entsprechend geht das viel einfacher, wenn man da ganz kleine Zimmer baut. Es ist auch nicht mehr so wie früher, wo es den Kindern total langweilig wurde, weil sie 3 oder 6 Monate hospitalisiert waren. Heute ist man nur noch im Spital stationär, wenn man wirklich stark krank ist. Oder entsprechend hat sich die Situation geändert. Sie sehen hier die Situation in einem Zimmer. Sie sehen, es gibt hier ein Fenster, was vom Kind selber bedient werden kann. Sie sehen, dass die Aussicht eben nicht nur in der Mitte beginnt, sondern bis ganz runtergezogen wird, eben für die Sicht der Kinder. Ich gehe jetzt nicht auf die Knie. Hier ein Zweierzimmer. Es gibt überall die Möglichkeit von Rooming In, also hier sehr elegant versteckt Schlafmöglichkeiten für die Eltern. Es gibt nicht nur außen Tageslicht, sondern durch Innenhöfe auch im ganzen Gebäude. Es gibt dort Pflanzen. Es gibt auch, das ist der Eingangsbereich, es gibt Wasser, es gibt Luft, es gibt Raum. Also eine Situation, die sehr familienadäquat ist, aber nicht nur natürlich für die Patienten und die Eltern attraktiv, sondern insbesondere auch für die Mitarbeiter. Und die Mitarbeitenden, die sind ja zentral wichtig, wenn es um das Wohl unserer Patienten geht. Auch auf der Intensivstation gibt es Tageslicht, sogar im Operationssaal. Sie sehen das schönste, das beste Kinderspital auf dem Planeten. Physiotherapie. Und das kostet. Das kostet übrigens nicht speziell viel, weil es so schön ist. Es ist sogar so, und das haben wir auch gehört als Kritik, ja, wieso beauftragt ihr da Herzog de Meuron, wieso braucht ihr so Architektenstars, die sind doch viel zu teuer. Das ist eben nicht so. Die haben im Wettbewerb dargestellt, dass sie in der Lage sind, die Funktionalität, die wir benötigen, günstiger zu realisieren als andere Büros. Also nur kleine Klammerbemerkung.
Es ist aber so, dass ein solcher Spitalbau trotzdem viel kostet. Die Gesamtkosten sind in der Region von 600 Millionen. Und jetzt, das habe ich Ihnen vorher erklärt, muss man ja durch die laufenden Erträge diese ganze Finanzierung der Investition tätigen. Das ist nicht ganz einfach. Wir sind in der glücklichen Situation, dass die aktuelle Lage es uns ermöglicht, niedrig verzinsliche Anleihen aufzunehmen. Das wurde hervorragend verhandelt. Aber trotzdem brauchen wir 100 Millionen an zusätzlichen Geldern. Wir bekommen nichts zusätzlich, wir bekommen keine Subvention vom Kanton. Wir brauchen 100 Millionen, die durch Drittmittel eingeworben werden müssen. Da sind wir aktiv dran. Bereits ein substanzieller Betrag wurde gesammelt. Aber Sie sehen, das ist ein gewaltiger Kraftakt, oder? Und eigentlich ist das nicht richtig, oder? Ich denke aber trotzdem, dass es ganz zentral ist, auf diesem Weg der höchsten Qualität und ich sage das nicht nur in Bezug auf speziell tolle Operationen. Sie sehen hier zum Beispiel eine intraoperative Operation, also das ist eine Mutter, die noch nicht geboren hat, eine intrauterine Operation, wo man einen offenen Rücken in der 24. Schwangerschaftswoche verschließt und damit einen besseren Outcome erzielt nach der Geburt, bessere Mobilität, weniger Hydrocephalus, bessere Lebensqualität, oder? Das sind Spitzenleistungen. Es geht nicht nur um das, sondern es geht insgesamt um die Qualität der Medizin. Dafür müssen wir hinstehen und kämpfen. Und das kostet etwas. Und das darf etwas kosten. Und das ist auch gut so. Und für das brauchen wir alle Kräfte, die mobilisierbar sind, insbesondere auch Vereinigungen wie Sie in der Lobbyarbeit. Trotzdem gibt es Situationen, die noch etwas Zusätzliches benötigen. Dieses Bild zeigt die Tiefgarage unseres aktuellen Spitals. Wieso zeige ich dieses Bild? Als Onkologe, aber natürlich nicht nur in der Onkologie, sind wir immer wieder mit ganz schwierigen Situationen konfrontiert. Und als mir eine Mutter berichtet hat, dass sie aus dem hektischen, lauten Alltag im Spital auszubrechen und Ruhe zu finden, und dass sie für das in die Tiefgarage gegangen ist, um sich zu sammeln, das hat mich unendlich traurig gemacht. Oder? Das darf nicht sein. Und entsprechend habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie kann man das verbessern, und wir hatten keinen Raum der Stille, keinen Raum des Rückzugs im Kinderspital, oder zumindest nicht richtig. Also es gab schon einen Raum, der so angeschrieben ist, aber der taugt eigentlich nichts für diesen Zweck, wenn man ehrlich ist. Und ich habe mir dann überlegt, was braucht es für Attribute für einen solchen Raum. Wir haben ganz unterschiedliche Patienten, sind stolz darauf, dass wir aus allen Religionen, aus allen Kulturen, aus allen sozialen Schichten Patienten gleich gut behandeln. Wir haben Familien aus ganz vielen Ländern. Und wenn man so überlegt, dann kommt man schnell auf Attribute wie Farbe, Licht, Himmel. Und wenn man sich dann noch überlegt, mit welchem
Künstlerisch könnte man so etwas realisieren, dann kommt man relativ schnell auf den Namen James Turrell. James Turrell ist eine faszinierende Persönlichkeit. Ein Zitat: My desire is to set up a situation to which I take you and let you see. It becomes your experience. Also er möchte Situationen kreieren, wo man selber Wahrnehmung spüren kann. Und er macht das seit vielen, vielen Jahren und macht das sehr erfolgreich. Ist eine der eminentesten Figuren in der Kunstwelt zur Zeit. Große Ausstellung im Guggenheim Museum in New York vor 3 Jahren war die mit Abstand bestbesuchte Ausstellung in Guggenheim, um nur ein Beispiel zu nennen. Und wir sind hingegangen zu James Turrell, haben ihn kennengelernt anlässlich der Biennale in Venedig und haben von der Tiefgarage gesprochen und vom Kinderspital und haben ihn gefragt, ob er etwas mit uns zusammen realisieren möchte. Und er ist sofort darauf angesprungen, hat gesagt, selbstverständlich, mache ich gern. Wir werden im weltbesten, schönsten Kinderspital, ich wiederhole mich absichtlich, werden wir sozusagen als Nabel, werden wir einen sogenannten Sky Space integrieren über 2 Stockwerke. Das ist ein Raum, wo man reingehen kann. Das wird außen eine ganz normale Türe sein. Man wird auf beheizten Bänken sitzen, liegen können. Der Raum wird groß genug sein für ein Spitalbett auch. Und dieser Raum wird eine Öffnung haben zum Himmel. Wenn ich Sie jetzt frage, welche Farbe hat der Himmel, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, blau, wenn es nicht so gut geht, halt grau. Und was Turrell jetzt macht, ist etwas ganz Spannendes. Er illuminiert den Raum mit einer Lichtinstallation, die unsichtbar versteckt ist und macht diesen Raum jetzt, sagen wir, pink oder grün. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Der Himmel, der eigentlich blau sein sollte, verändert sich in der Farbe. Wenn der Raum pink ist, dann wird der Himmel grün. Aber er wird ja nicht grün, sondern eben die Wahrnehmung des Himmels verändert sich. Und man merkt, dass etwas, was ganz fern ist, plötzlich nahe kommt und für jeden individuell in einem drin abläuft. Und das werden wir realisieren für das Kinderspital in 5 Jahren. Und weil das noch so weit weg ist, haben wir Turrell bestürmt und gesagt, schau, das ist einfach zu lang. Wir brauchen etwas für jetzt. Das ist eine solche Situation, oder? Und er hat gesagt, okay, ich mache euch etwas. Und das haben wir jetzt kürzlich eröffnet. Das ist eine einfache Arbeit. Wir haben sie My Light genannt. Das ist ein kleiner Raum, 6x6 Meter, 4 Meter 30 hoch. Und in diesem Raum gibt es eine elliptische Lichtinstallation, die sich langsam in der Farbe verändert und manchmal schnell, manchmal langsam und einen eigenartig hineinsaugt oder wieder ein bisschen zurückdrängt. Das ist eine Möglichkeit, um Abstand zu gewinnen. In einem hektischen Spitalalltag wird genützt von Mitarbeitenden, wird genützt von Eltern, wird genützt von Familien. Es ist hochinteressant zu sehen, dass auch relativ junge Kinder total fasziniert sind und einfach beobachten, was da passiert. Eine sehr schöne Möglichkeit, Ruhe zu finden, Kraft
zu tanken für manchmal sehr schwierige Situationen. Und in diesem Sinne möchte ich zahlenfarbig beenden. Und ich bedanke mich.